Leute, hier ist eure Alicia und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag die Alicia. Woo! Folge 12 schon. Und ja, wie immer gehen euch einfach die Fragen nicht aus. Heute habe ich wieder ein paar schöne Fragen rausgesucht. Und ja, am Ende der Folge sage ich noch etwas ganz Besonderes, warum diese Folge eine Special Mega Super Duper Sonderfolge ist. Na gut, keine Sonderfolge, aber diese Folge ist etwas ganz Besonderes. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Wie fändest du es, wenn jedes Pferd einen eigenen Charakter hätte? Ich weiß von euch, dass sich viele das wünschen würden, dass zum Beispiel ein Pferd sehr ruhig ist oder sehr wild ist. Allerdings denke ich, dass das ganze Konzept, so mit zum Beispiel Springen und so weiter, nochmal überarbeitet werden müsste. Dass zum Beispiel ein wildes Pferd sehr schnell auf ein Hindernis nochmal zuläuft oder ähnliches. Und ich denke, es wäre einfach nicht mit dem Charakter nur getan, wenn man sagt, es hat einen wilden Charakter. Ich wüsste nicht, wie man das richtig... Ja, was das Pferd dann ausmacht, wild zu sein. Wenn du die Möglichkeit hättest, noch einmal dein Anfangspferd zu verändern, wie würde es aussehen? Viele von euch kennen gar nicht mein Anfangspferd. Mein Anfangspferd ist Autumn Dream und ich habe, das müsst ihr euch mal überlegen, zu einer Zeit angefangen in SSO, wo man nur dieses Pferd haben konnte. Man konnte keine anderen Pferde kaufen. Das kam erst ein Jahr später, dass man das machen konnte. Ja, und tatsächlich würde ich Autumn Dream, wenn ich die Möglichkeit hätte, nochmal zu verändern, nicht ändern. Ich finde den wunderschön mit dem Braunton. Ich liebe diese kleinen Dappels, diese Äpfelungen auf dem Fell. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass Autumn Dream ein wunderschönes Pferd ist. Was ist dein Lieblingschampionat und warum? Mein absolutes Lieblingschampionat ist das Silverglade-Championat und ich glaube, das liegt daran, dass ich erstens Silverglade sehr mag. Ich finde die Strecke ziemlich schön gestaltet vom Weg her, den man entlang reiten muss, auch mit den Hindernissen, ne? Mit diesem Mähdrescher, der einem da entgegenkommt, mit den Kühen, die da ein bisschen rumstehen, mit den Schafen, die so ein bisschen rumlaufen und ja, die Strecke ist... Ja, relativ einfach, aber sie ist einfach schön gestaltet und Silverglade ist irgendwie so meine Lieblingsstadt in Jorvik. Hättest du gerne einen größeren Rucksack in Star Stable? Ich selber habe mir jetzt die Idee von einer Abonnentin, nicht geklaut, aber übernommen, ja. Die hat nämlich gefragt, ob ich sowas gut fände, wenn man den Rucksack selber erweitern könnte. Wenn man sich Erweiterung kaufen könnte für einen Rucksack. Und ich denke... Das wäre eine wirklich coole Idee, dass man selber überlegen kann, okay, brauche ich wirklich mehr Inventarplatz im Rucksack oder nicht? Und möchte ich dafür Geld investieren oder nicht? Deswegen, ja, fände ich cool, wenn man es kaufen könnte. Wie fändest du Kutschen in SSO? Ich selber kenne mich mit Kutschen nicht so aus, aber ich denke, es wäre eine sehr witzige und schöne Idee, wenn man da noch einen Freund neben sich draufpacken könnte auf die Kutsche oder so. Und auch, wenn es spezielle Wettbewerbe dafür geben würde. Fände ich ziemlich cool. Wie fändest du es, wenn man den Pferden Halfter oder Decken anlegen könnte? Tatsächlich wünschen sich das sehr viele. Ich selber sage so, ja, so ein Halfter brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber tatsächlich hätte ich auch sehr gerne Decken, die ich dann einfach aufs Pferd legen könnte. Ich denke, das würde ziemlich süß aussehen. Hättest du gerne Wetter in SSO? Ich hätte unglaublich gerne Wetter in SSO. Ich weiß, es gibt im Dinotal halt Schnee, ne? Und wenn man dann an bestimmte Orten in der Questreihe irgendwo hinfährt, ne? Dann regnet es auch oder so, ne? Und morgens zum Beispiel, wenn ihr euch ganz früh in SSO einloggt, ich glaube so von 4 bis 7 Uhr, dann ist auch überall so eine richtige Nebeldecke über Jorvik. Das ist kein Scherz, das ist wirklich so. Fände ich ziemlich cool, wenn das dann plötzlich einfach mal im Wald wäre zwischendurch, so ein bisschen Nebel. Oder wenn es in Viergruf plötzlich anfangen würde zu regnen, so. So wie beim Championat zum Beispiel, ne? Fände ich richtig cool. Wie fändest du es, wenn man in SSO sein eigenes Haus hätte? Ich hätte ziemlich gerne ein Housing-System in Star Stable, dass man sich also in Jorvik zum Beispiel irgendwo in Silverglade eine Wohnung oder ein Haus kaufen könnte, sozusagen. Und man das selber ein bisschen gestalten kann, so mit den Möbeln. Und dass man Freunde einladen könnte oder den Club einladen könnte, dorthin zu kommen. Und ich fände das ziemlich, ziemlich cool. Was hältst du von einem Wildpferdebad? Viele von euch kennen die Wildpferdefunktion und viele von euch wissen auch, dass Star Stable das nicht so cool findet, wenn man sich so ein Wildpferd erstellt, dadurch, dass man ja Daten löschen
könnte über diese eine Variante, wie man Wildpferd erstellen kann, ne? Und dass sie das eigentlich nicht so cool finden. Aber ich denke mir einfach, diesen Wildpferdemodus gibt es schon seit über 3 Jahren. Die haben da immer noch nichts dran verändert. Gott verdammt, warum machen sie nicht einfach einen Button rein ins Spiel, dass es legal ist und dass es auch super einfach für jedermann ist. Und ja, übrigens, wer nicht weiß, wie man ein Wildpferd in Star Stable erstellen kann, den kann man oben rechts auf das i klicken, was jetzt auftaucht. Da habe ich euch 2 Möglichkeiten gezeigt, wie man das machen kann. Ja, das war's jetzt auch schon mit der 12. Folge von Frag die Alicia. Und warum diese Folge jetzt eine Special-Folge ist, abgesehen von den Fragen, die wirklich sehr cool waren, ne? Also ich fand die gut. Nein, aber warum das jetzt eine Special-Folge ist, und zwar ist dieses Video mein 1000. Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß, es ist unglaublich. Ich habe damals ein paar Videos auf privat gesetzt und sind halt immer noch auf meinem Kanal, aber die kann man halt nicht mehr anschauen. Aber dieses ist jetzt mein offizielles 1000. Video und deswegen ist für mich dieses Frag die Alicia Video schon etwas sehr Besonderes. Und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mich so unterstützt habt in den letzten Jahren, dass ihr es immer noch tut, dass ihr immer wieder neue Ideen und Anregungen für mich habt, dass wir zusammen so einen Spaß haben. Gerade jetzt auch in den Streams auf YouTube habe ich mega viel Spaß mit euch und ihr seid einfach eine geile Community. Danke, dass es euch gibt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und schreibt mir eure nächsten Fragen unbedingt natürlich wieder unten in die Kommentare. Bis dahin, eure Alicia.